So, willkommen Freunde zu Teil 2. Wir sind jetzt hier gelandet. Ich hoffe, wir haben noch genug Munition. Müssen wir mal schauen. So, 22 Schuss, 6 Schuss. Naja, sieht nicht ganz so rosig aus. Gucken, was uns hier erwartet. Ich hoffe, dass wir hier überall noch was zum Looten finden. Ich hätte gedacht, dass ich gleich am Anfang jetzt hier was Schönes finde. Wirkt ein bisschen dunkler, finde ich, als der erste Teil. Liegt aber auch daran, dass wir wahrscheinlich hier draußen sind. So, wir nehmen die Waffe gleich mal. Taschenlampe. Genau. Damit wir auch sehen können, dass wir nichts übersehen. Genau, damit wir sehen können, dass wir nichts übersehen. Was für eine Rhetorik. Ja, man kennt ihn. Hier haben wir ein schönes Schild. Steuern sie Geschenke. Bla bla bla. Okay. Auf jeden Fall gibt es hier einen Haufen Boote und ich kann mir auch vorstellen, dass die ersten Zombies bald ankommen. Weil, wie gesagt, beim letzten Mal war es ja so, dass die der Hubschrauber dann die Fässer runterfallen lassen hat. Und dadurch sind ja wahrscheinlich die ersten Zombies entstanden. So. Das finde ich jetzt schon wieder sehr krass, wenn man überlegt. Wir haben jetzt hier 22 Schuss und da sind die ersten Zombies schon. Okay, wir gucken mal, dass wir das ordentlich einsammeln alles. Energieregel, ganz wichtig. Mir wäre Munition lieber gewesen. Wobei Energie ja auch ganz gut ist, aber im jetzigen Zustand. Gucken wir nochmal rein. Die Frage, schießen wir auf die, ne? Ich meine, noch sind die keine Bedrohung, noch keine Gefahr. Ich würde auch sagen, wir hauen erstmal ab. Aber ich höre schon irgendwo. Irgendwem. Ja, der kommt schon. Erste. Reicht es? Ja. Ja, man sieht auch überall der Nebel hier jetzt. Der kommt wahrscheinlich von den Fässern. Ach, steht wieder auf, okay. Jetzt aber Ruhe. Okay, das heißt, wir haben 4 Schuss gebraucht. Hier war heftig, ja. Oh, hinter uns war auch einer. Noch mehr. Schade, dass die Headshots nichts bringen. Hier ist auch hin. Oh, hier war noch Munition, oder? Nee. Ja, wie gesagt, wir können nicht viel machen können wir nicht. Wir gucken jetzt nochmal. Ja, einmal 8 und einmal 6 Schuss. Also wir haben jetzt noch 14 Schuss. Das wird ein bisschen knapp, würde ich sagen. Schade ist, dass der Bulle nicht irgendwie seine Munition droppt. Das würde ich viel besser finden. Können wir denn hier in irgendein Gebäude rein? Ne, das ist zu. Ganz geil gemacht hier auch mit dem Außenbereich. Er hat nur einen Schuss gebraucht. Es kann aber sein, dass er dann auch wieder aufsteht. Schade. Ach, warte mal, da ist noch was. Aber erstmal. Dann müssen wir uns um den hier kümmern. Ah, ich sag ja, man muss in jeder Ecke gucken. Also einfach durchzulaufen oder so, das geht nicht. Das kannst du vergessen. Wenn du da nicht drauf achtest, dass du wirklich genug Munition hast. Hier ist eine Absperrung, hier geht es auch nicht weiter.
last long. I have to hurry. Erstmal hier. Ah, hier ist ein Spind. Ich weiß ja nicht, ob da auch mal ein Zombie raushält. Da müssen wir mal drauf achten. Jetzt ist ja nichts passiert, aber... Wir sind jetzt im Gebäude. Die Tür ist wieder automatisch geschlossen worden. Ah, da kommt der Erste. Ich hoffe zuerst mal, dass er jetzt durch die Maske atmet. War mir vorher auch nicht so bewusst. Aber ich höre wieder einen Zombie. Ach, der ist einer. Ein bisschen warten, dass hier kein zweiter kommt. Oder wieder einer aufsteht. Fernseher irgendwie an? Nee. Die Sendeanstalten sind auch schon überfallen anscheinend. Da sieht man auch nichts mehr. So, nach oben geht's auch nicht. Ah, ganz toll, die Tür geht wieder zu. Bin extra vorsichtig. Was hier? Wie ein Zombie in der Ecke hängt. So, wir befinden uns hier in der Küche. Ja, hier gibt es nochmal Munition. Ah, hier geht es in den Außenbereich. Aufpassen, dass hier keiner ist. Hier ist keiner. Okay, mal gleich nachladen. Der nächste Zombie auf uns zubewegt. Er steht sogar noch mal auf. Ja, hat ein Schuss gereicht. So, wir brauchen auf jeden Fall Munition. Hat das noch einer? Schade, dass die Bullen ihre Munition nicht droppen, weil die haben ja teilweise auch ihre Dienstwaffe dabei. Los, weg hier. You are one ugly motherfucker. Na, jetzt müssen wir... Wir haben keine Munition mehr, ne? Müssen wir mal gucken. Doch, aber wir haben noch Munition. Aber warum hat er die Pistole nicht nachgeladen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wir gucken mal, wie ist unser Gesundheitszustand. Der sieht sehr stabil aus. Sehr komisch. Dann wechseln wir nochmal. Lädt irgendwie nicht nach. Ist ja merkwürdig. So. Gehen wir hier mal auf Use. Verwendung. Nutzt das ausgewählte Objekt. Das ist ja merkwürdig. Erst backt er sich an diesem einen Graben fest. Dann muss man den Checkpoint nochmal neu laden. So, geben wir denn... Achso, E ist dann Inventar Waffen. Tja, vielleicht ist ja die... Gehen wir nochmal weiter. Holzspitzengeschoss. Ein Kartonschacht mit 9 mm Holzspitzengeschoss wird für die GK-22 verwendet. Okay. Also liegt es wirklich daran, wir haben einfach nicht die passende Munition. Ja,
Das ist ja auch mal scheiße. Mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Ja. An der Bonus, oder? Nee. Ja, müssen wir doch nochmal umschalten. Ah, hiermit können wir auch Köpfe abschießen. Alles klar. Das finde ich doch dann schon viel effektiver. So, wir sind jetzt hier ganz normal in der Stadt wieder gelandet. Außerhalb. Ja, trotzdem gucken, ob wir irgendwo noch Munition finden. Okay, super. Damit können wir jetzt Köpfe abtrennen. Und trotzdem Munition. Klappt auch nicht bei jedem Zombie. Gucken wir mal, was sagt die Munition? Weil ich will mal wissen, welche das ist. 12 Schuss nur noch. Aber auch keine Munition irgendwie groß rum. Das macht mich schon ein bisschen nervös. Und schon die nächsten Zombies. So, der liegt. Vom Weiten ganz gut erschossen. Der nächste. Ah, daneben. Ja, uns bleibt nicht mehr viel Munition. Ich meine, wir sind ja vorher aus dem Kampfgebiet auch gekommen. Und sind da unten gelandet. Hatten wir noch keine Möglichkeit, unsere Munition aufzuladen. Ich muss mich sogar beeilen. So aus diesem Nebelgebiet rauskommen. Nicht gerade oben an der Maske. Damn you, Sandman. This was not part of the plan. Gehen wir in das Haus rein. Okay, super. Jetzt drückt mir mal die Daumen, dass ich hier Munition finde. Sonst haben wir ein Problem. Ein großes Problem. Schriftstücke, okay, ist ja in Ordnung. Ja, auch ab und zu mal ein bisschen was lesen, aber genau. Wir spielen den Story-Modus auf Easy, deswegen haben wir die Möglichkeit, die ganzen Rätsel auch so zu lösen. Das heißt, wir haben nur uns geht es nur darum, dass wir halt überleben und die Zombies quasi platt machen. Können wir diese Rätsel auch ja, überspringen. Ja, aber ich will nochmal nach oben. Ah, ich sollte besser nicht zurückgehen, sagt er. Naja, shit. Bin ich mal nach oben gegangen. Ich will bestimmt auch noch einiges einsammeln können. Alter, wo kommt der denn her? Hab ich gar nicht gesehen. Ugly sack of shit. Heftige Scheiße. Alter. Der war aber übel, ey.
noch Munition liegen oder so. Oh, ich werde schon mal ganz nervös. So, ich kann auch hier nicht mehr nachladen. Dass hier kein anderer Zombie ist oder so. Scheint nicht zu sein. Ja, PlayStation 1. Können wir gar nicht, also die Sperre reicht schon aus, dass wir nicht nach oben können. Das ist ein bisschen schade als Elite-Soldat, dass wir nicht drüber klettern können. Munition liegt hier auch nicht mal rum. Wollte es noch vermeiden. Wollte noch geschickter sein. Türen öffnen angeht und vorsichtiger. Das Problem ist, gehst du zu weit weg von den Türen? Schließen die sich? Ja. Ah, wieder. Alles klar. Jetzt werden wir uns mal heilen, würde ich sagen. Mal eben bei 74. Was hauen wir uns denn mal rein? Energieregel. Und wie die Energie steigt. Ja, sehr gut. Der Zombie hier unten, der wackelt mir noch zu sehr. Das kann sein, dass er wieder aufsteht. Okay, sind wir jetzt bei 98%. Zombie erstmal locker eingeklemmt. Auf dem Tisch liegt nichts mehr, ne? Munition oder so, ne? Boah. Ich brauche Munition, ganz klar. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen hier. Das ist mir alles zu heikel hier. Ist ja gleich wieder irgendein Zombie neben mir steht. Hier auch schon wieder ein. Ne, komm, das sind sogar zwei. Munition bitte. Keine Munition mehr. HQ, HQ, Agent Liev here. Do you receive me? Over. Ui, das hat aber gerade so gereicht mit der Munition. Leck mich fett. Nicht schlecht. Darauf muss ich mal einen Schluck Tee trinken. What the? How long was I out for? Oh. My head feels like it's gonna explode.
Why didn't the guy in rotation wake me? Das ist der Typ, der seine Medikamente brauchte, ne? Oh yeah. Today it's up to Cooper. It doesn't surprise me that he's late again. Hier ist natürlich die Frage, ob wir irgendwo eine Waffe haben, bevor wir rausgehen. Wir noch mal nach oben gucken. Ah, geiles Haus. Ich habe vorhin gedacht, das wäre sogar noch offener gewesen. Hey, Sam Walker hier. I'm at the tower at the Hunter's Pass. Anybody out there? Over. Thing is, my replacement hasn't arrived yet. Anyone know what happened to Cooper? USFS Control. Anyone read me? Anybody? God damn it! Sieht nicht gut aus. Hey baby, it's me again. Sam, finally! I've been trying to reach you. What happened? Sorry, I must have passed out. Hell of a nightmare, too. Baby, I don't think I'm doing too well without my pills. It's only been a few hours and I'm already starting to feel... Sam, just come home right away. What? Is something wrong? Talk about what? Sweetie? Damn! Damn. It's already been several hours since I took my pills. I hope I can handle it. Ja. Müssen natürlich die Pillen finden, aber kann ich auch verstehen. Ich würde es nur gut finden, wenn wir Munition hätten. Oder ein Gewehr oder so. Oder hat er eins dabei? Nee. So, das muss ja... Die Pillen müssen ja auf jeden Fall unten liegen. Weil er war ja hier oben. Dann sind die ja nach unten gefallen. Draußen ist auch nichts. Das heißt, wir gehen mal nach unten. Is going to happen this time. It'll be better for me to go. Ah, Cooper, damn you. I'm not going to cover you this time. Wir brauchen nirgends rein. Wir müssen mal gucken, die Pillen müssen ja, sind ja von oben runtergerollt. Das heißt, wir müssen ja irgendwo langlaufen können. Um die zu finden. Ja, wie langsam die Landschaft sich da hinten aufbaut. Ein bisschen merkwürdig aus. Also da wir die Pillen nicht gefunden haben, kann ich nur davon ausgehen, dass wir hier langlaufen müssen. Dass dann der richtige Weg ist. Alter. Heftig, heftig. Oh no, no. The hallucinations are already coming. Problem ist, dass das teilweise gar keine Halluzinationen mehr sind.